Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses. Der Dicke, ne? Habt ihr das gehört, was da schon wieder los ist? Das heißt, ein neues Bier-Tasting steht im Haus, denn der, wer war es denn überhaupt? Auch der Eiskorb Jens. Der hat nicht nur die ganzen Mars-Krüge gesponsert, bei jedem einzelnen Bier-Tasting-Video, Mars-Video, der hat uns auch Bierdosen geschickt, die total herrlich aussehen. Das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen, was das ist. Und das werden wir gleich mal testen, geordnet nach Schärfe, ne? Stärkegrad. So, jetzt muss ich das mal hier wegnehmen. Das ist der Stabbeauftragte. Der sieht aus wie King Orgasmus gerade. Und das ist der Stab. Weil in letzter Zeit die Kamera immer das Stativ runterfährt. Deswegen muss der Stabbeauftragte immer den Stab und das Stativ stellen, dass es nicht mehr runterfällt. Das ist der Hannes. Den kennt ihr. Grüß euch. Also der Jean Reno, der King Orgasmus One. Und lasst euch was einfallen. Das sind jetzt hier die Biers. Die haben wir jetzt hier aufgestellt. Guckt euch das mal an. Beziehungsweise, wenn du da stehst, denken sie alle, du machst das Tasting. Voll sitzig. Ja, ist doch jetzt, Mann. Da sind die verschiedenen Biere. Da steht überall zum Beispiel drauf Stone. Hier steht Stone, Never Ending Haze, IPA. Ne? Und da ist hier dieser komische, teuflische, dämonische, ich weiß nicht, was es ist, Hazy Session IPA mit 4%. Und wenn ihr hier oben mal drauf schaut, ist auch dieses Logo, dieser Kopf, hier oben nochmal reingearbeitet, also sehr detailliert. Dann habt ihr hier dieses Stone Go-To IPA mit 4,7. Wir haben dieses ohne Namen, aber da steht hier drüben Stone Buena Vesa Salt und Lime Lager. Auch mit diesem Vieh drauf mit 4,7 nochmal Stone Ripper San Diego Style Pale Ale 5,7 Stone IPA Our Iconic Flagship IPA 6,9 und zum Abschluss Stone Delicious IPA mit 7,7%. Wir füllen das jetzt ein. Der Stabbeauftragte muss den Stab jetzt beauftragen, dass es hier wieder funktioniert. So, steht. Gucken, dass er es richtig macht. Fein. Jetzt kann der Stabbeauftragte seinen Kronbacher Pilz in sich reinschlingen. Seit 1803, nach dem deutschen Reinheitsgebot, ihr wisst Bescheid, von 1516. Habe nämlich gelernt. Wir fangen also an mit dem ersten Bier. Stone Neverending Haze. Da steht komischerweise hier alles irgendwie japanisch drauf. Ich weiß also nicht, wo der das her hat. Hazy Session IPA 4%. Malted Barley Oats. Okay, ich glaube, wenn man das alles vorlesen will, kommt man eh durcheinander. Es ist auf jeden Fall ein Vollbier und es ist ein Light Bier mit 4%. Machen wir mal auf. Der Hannes ist in die Geschichte vertieft, ja, von dem Bier. Schenken uns mal ein. Ich habe keine Ahnung, wie viel hier in das Glas reingeht. Wir haben es diesmal geschafft, Simpsons Gläser zu nehmen, um das einzuschenken. Das ist ja eigentlich hier 0,33. Ich hoffe, das geht alles rein. Wenn nicht, muss nämlich der Stabbeauftragte den Rest aus den Dosen naschen. Oder wir müssen nochmal die Dose befüllen. Und ich glaube, das wird mit viel Geduld und Spucke. Wie ist, sie leer? Nein, gut. Da ist noch was drin. Tja, Stabbeauftragter. Möchtest du mal das Bier probieren? Ja, bitteschön. Ja, teste. Du testest. Okay. Beim zweiten gibt es auch weniger. So, jetzt probieren wir mal das mit 4%. Wo ist jetzt das Simpsons-Glas? Erstens sieht es aus wie eine dicke Orangenlimonade. Ist auf jeden Fall trüb, kannst nicht durchgucken. Sieht sehr orangenmäßig aus, ist nicht hell, ist was anderes. Ich würde sagen, wir probieren jetzt alle mal. Prost. Prost. Prost, Stabbeauftragter. Und lasst es euch schmecken, das gute IPA. Never ending. Ich habe gar nicht dran gerochen, das riecht ja voll süß. Das riecht total fruchtig. Aber leider schmeckt es nicht so, wie es riecht. Komisch. Es ist total bitter. Ich glaube, die Frucht ist einfach eine Bitterlemon. Die riecht gut, aber schmeckt einfach mega bitter, dass sich alles zusammenzieht. Hast du es jetzt leer gesoffen? Nee. Das ist schon Rest einfüllen noch. Das ist ein ganz neuer Geschmack. Komm, hier, ich will dich nicht weiter quälen. Ach, das ist kein neuer Geschmack. Den habe ich im Adventskalender, habe ich den 20 Mal drin, sowas. Okay. Grapefruit. Muss das sein oder sowas. Hazy Session IPA. Du kannst ja mal gucken, ob du rausfindest, was da drin ist. Während wir, weil das Video nicht so lang gehen darf und wir Akku sparen müssen und die Leute nicht so belästigen müssen, müssen wir natürlich jetzt immer Schnelltest machen, ne?
Prost, alles für Prost. Dich. Ich finde es gar nicht so schlecht. Wenn man dran riecht, ist es auf jeden Fall eine feine Note. Das riecht gut, ja. Das war's schon. Boah. Ja, für mich ist es ein neuer Geschmack. Das haut rein. Aber das ist so bitter auf der Zunge, das legt sich so richtig drauf. Also. Tja. Aber total toll, würde ich gern immer wieder trinken, wenn es mir jemand schickt. Nein, ich finde trotzdem das Design von den Dosen richtig stark. Sieht irgendwie so fangemäßig aus. So. Das sind die Hintermond gleich links, die wilden 70er, alles vereint, alles von früher. Kommen wir mal zur zweiten Dose. Das lag sicherlich dran, weil das ein Lightbier war. Wenn es ein Darkbier ist, dann wird es bestimmt kräftiger, malziger, weniger bitterlemonmäßiger. Jetzt haben wir nämlich das Stone Go to IPA, a Vibrant Session IPA, auch 355 Milliliter mit 4,7% Gerstenmalz, Ohrmalz. Ohrschmalz? Nein, da steht Ohrmalas. Also Ohrenschmalz ist auch drin wahrscheinlich. Ja, wunderbar. Stone 2, also 0,7% mehr. Willst du die Aromen vom ersten wissen? Wenn du so schnell bist. Orange, Limette, Zitrone, Ananas und Sternfrucht. Orange, Limone, Orange, Zitrone, Limette, Ananas, Sternfrucht, okay. Und das ist jetzt das Stone Go to IPA. Aber das schmecken wir erst raus, bevor es der Stockbeauftragte sagt. Erstmal müssen wir es aber einschenken. Hat eine leicht grünliche Note. Oh, abgeschmiert. Möchte der Beauftragte wieder einen Schluck trinken? Ja, ja. So, bitteschön, hier ist auch diesmal weniger drin, damit es ganz scharf ist. Hannes muss immer abtrinken, muss immer noch eins hinterher trinken. Der Hannes, den füllen wir heute richtig ab, du. Das riecht auf jeden Fall ähnlich. Ja, nee, der ist. Bei mir ist es leer. Ich hab gesagt, okay. Das passt rein. Ja. Toll. Du schaust dir an. Das hatte ich schon im Auge genommen, sag ich dir. Ja. Das ist auf jeden Fall ein bisschen klarer als das andere. Dann mal Prost, ne? Hast du mal dran gerochen? Genieße das. Das ist ein professionelles Tasting. Ja. Ich sag, das riecht ähnlich. Ich finde, das riecht sogar besser als das andere. Das riecht für mich auch ein bisschen aber nach Ananas oder so. Wenn du sagst, bei dem anderen mal Ananas drin, dann tue ich jetzt so, als würde ich Ananas riechen. Zitrone. Ja, Zitrone riecht für mich anders. So. Ananas, ja? So. Würde ich jetzt auch mal Ananas. Prost. Den Prost. Stone Cold Steve IPA. Was stellst du die Dosen weg? Die müssen wir wieder hinpressen. Oh ja, das ist gut. Das ist gut? Das war gut. Das war gut? Das war wunderbar. Ich sag mal, es liegt nicht so bitter auf der Zunge wie das erste, aber irgendwie schmeckt es sehr seifig. Also, weiß ich nicht. Das schmeckt mir für mich wie original Spülwasser. Aber nicht bitter, also deswegen, ich finde, man kann es besser trinken als das erste. Fühlt sich nicht so schlimm an, schmeckt aber mega künstlich. Für mich. Ja, aber gekünstelt ist es. Euch schmeckt eh alles, ich weiß. Müsst ihr dir nach jedem mit normalem Bier die Zunge neutralisieren. Nee, nach jedem müsste man eine Carolina Reaper fressen, oder? Ja, richtig. Das kenn ich doch, wie du das meinst. Der Hannes hat es schon wieder leer. Ja, hast du mal geguckt? Gibt es da auch in Kredits? Für die Nummer 2 haben wir. Oh, jetzt, hört ihr es vielleicht. Starke Pfirsich-, Zitrus- und Melonenaromen vernehmen. Kann man bei starke Pfirsich-, Zitrus-, Melone. Naja. Okay. Ich hätte jetzt echt auf Ananas irgendwie getippt oder sowas. Hä? Da steht gar nichts drauf. Am Rand ist es doch hier, das ist das. Buena Vezza, Salt and Lime. Da steht es ja sogar drauf. Ich denke mal, das wird Limette und Lime sein. So. Also schmeckt auch wieder künstlich und doch gleichzeitig mit Limette. Deswegen hat es auch 4,7. Salz und Limette. Oh, das war gut. Aber? Jetzt, wo ich den Rest getrunken habe, ist es genauso scheußlich wie das erste. So. Na, das ist, Hannes, seine Lieblingsdose, glaube ich. Weil hier dieser... Das war die da, ja.
Warum? Schwarz-gelb ist immer. Schwarz-gelb, aber ja. Schwarz hinten und vorne gelb, wie ein Hannes ein Schlüpfer. Der findet es bestimmt nur cool, weil hier dieser Bisa-Flor drauf ist. Genauso wie hier. Der ist ja eigentlich überall drauf, nur ja. Da passen die Farben am besten. Ja, ja. Ich dachte, er feiert das, weil er Mexikaner ist. Das ja. Ist die Eddie Guerrero-Dose. Ich finde die aber auch sehr nice, wegen dem Teil da genauso zwischen den Augen. Und das ist eine, die ist weiß. Der Stabbeauftragte hat sich auch in die Hose... Los Muertos. Okay, das ist also jetzt Salt and Lime Lager. Stone Buenavista. Vollbier 4,7, wie eben, das hat er auch 4,7. Auch von dieser tollen Marke. Dann sagen die einfach, das ist ein Los Muertos Bier. Das Los Cotzos Bier. Jetzt versuche ich mal hier, ne? Pass auf. Los Muertos heißt das nicht irgendwas mit Mord? Also wahrscheinlich, man. Los Muertos. Dass man sich selbst umbringt danach, weil es so eklig ist. Depp. Ja, wenn ich Leim höre, dann ist schon vorbei. Magst du, krieg ich nicht magst du dem Stabeauftrag einen Probierschluck drin lassen? Ja, aber selbstverständlich. Ich wollte es auch einmal schaffen, dass das hier steht und der Stabeauftrag für dich da rumwühlt. So sehr. Das kommt, das, durch mich habe ich das. Das ist ein volles Bierglas, ja. Das ist das Erste, was mal nicht normal riecht. Halbwegs, also es riecht nicht so stark. Fruchtig, finde ich. Riecht wie normales Bier. Sag ich ja. Also so Bier wie so. Wie hält's? Bier mit ein bisschen. Ja, wie ein helles Bier. Hat aber genau auch 4,7. Ja, ne? Radler können wir auch so ein bisschen mit 10. Das ist auf jeden Fall das Klarste bis jetzt. Wenn ich da reingucke, sehe ich die Kamera und alles, was dahinter ist. Also da kann man wenigstens schön durchgucken. Aber ja. Was sagen Sie zu der Farbe? Schaumbildung ist irgendwie anders. Sieht jetzt aus wie Natururin. Grüße gehen raus. Aber der Geschmack ist ja das Wichtigste. Ist ja egal. Ja, ja, ne? Ja. Deswegen, du fängst jetzt aber nicht hier an, den Stab anzuzünden. Sind Sie denn verrückt? Da brennt's doch gleich. So, Prost. Prost. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, das ist ja gut, würde Hannes jetzt sagen. Und was sagt der Hannes in Wirklichkeit? Ja. Das ist nix. Nix ist es. Nee, das ist absolut nix. Das kann ich nicht für verstehen. Mich ist das Normalste bis jetzt. Naja, das ist das beste Bier, was ich je getrunken habe. Ja? Nicht nur von denen, sondern das ist Bier. Aber es schmeckt einfach überhaupt nicht nach Bier. Nee. Es ist weder bitter, noch ist es herb, noch ist es irgendwie ohne Kohlensäure, gar nichts. Kein Schaum, bam. Ja genau, du denkst einfach, es ist auch keine Kohlensäure. Abgestanden. Es ist wie Wasser. Abgestanden einfach. Mit Hefe, was sich betrunken macht. Das ist der Party-Gag auf jeder Party. Großveranstaltung. Ja, auf jeden Bier-Tasting. Es sieht auf jeden Fall besonders aus und es, dass der Schaum fehlt, das sieht aus wie ein kleiner Sirup. Was drin? Wasser, Gerstenmalz, Maisflocken. Ach so, das ist doch eigentlich Salz und Leim. Hefe, Hopfen, Salz und Limette. Vielleicht ist durch den Salzanteil ist Kohlensäure. Ja, frisch gepresste Limettennoten, angenehme Aromen von Mais, eine Spur Salz und eine geringe Bitterkeit. Mais? Vor allem Bitterkeit. Das steht da drauf hier. Mais habe ich aber auch nicht. So wie Kroxen. Ja, vor allem, da sind ja überall diese Aufkleber drauf, dass du das Limette noch abgeben kannst. Und da hier steht, bei dem ersten stand aber nichts von den ganzen komischen Früchten. Bei dem zweiten stand auch nichts von Früchten. Na. Maisflocken müssen sie, glaube ich, angeben, welchen Allergen. Aber Salz, Limette, Maisflocken? So wie Weizen ist. Ja, das müssen sie als Allergen. Ja, jetzt, wo ihr sagt, ist so. Wie wenn ihr euch von Bonduelle so eine Goldmaisdose kauft und schüttet die Brühe ins Glas, trinkt die Brühe, dann habt ihr auch, könnt ihr da durchgucken. Es ist ein bisschen dickflüssig dann und ihr habt keine Kohlensäure und. Ja, dafür, dass es nicht schmeckt, bist du aber schon weiter als ich. Ja, ich dachte mir, mit einem Zug merkt man wenigstens, was da drin ist. Ich versuche es immer aufzuteilen auf zwei. Okay. Also ich nach dem ersten probieren kann und es mir dann nochmal verwirkliche, falls sich nochmal was ändert. Nachdem er gesagt hat, was es wirklich ist, kann ich dann nochmal drauf achten, wenn ich dann den Rest austrinke. Das steckt nämlich dahinter. Es ist nicht einfach nur hier betrinken oder so. Es ist halt Wissenschaft so. San Diego Style. Jetzt haben wir den Stone Ripper, ne?
San Diego Style Pale Ale Pale Ale Aribin Swell of Juicy Hops. Klingt also schon wieder saftig, hat 5,7. Das ist der Ripper. Stone Ripper, das wäre mein Wrestlername geworden früher. Steht auf der Seite was drauf. Gerstenmalz Hopfenhefe. Das heißt, der Vollbierbeauftragte Stocktänzer muss wieder mal googeln, was das Stone. Ach, er hat es schon gefunden, wahrscheinlich. Ja. Da ist dasselbe Zeigel drin. Aber unten steht doch nochmal was. Ganz unten, oder nicht? Ganz unten, da steht am Gütersbahnhof 2 Handewitt. Brewed in USA. Hier, da ist vielleicht Ribbon, da noch was. Ribbon Swell of Juicy Hops. Ja, das habe ich doch vorgelesen. Ach so, hab ich das lese ich doch immer. Gehört. Das sind die Untertitel vom Spielfilm. Da warte ich mir jetzt also wieder was Fruchtiges, obwohl es genau 1 Promille mehr hat, also 1%. Wir steigen nämlich von 4,7 auf 5,7. Hannes, mach's Loch auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, riechen tut es definitiv schon wieder fruchtig. Wer riecht denn am Döschen? Ja, ich muss immer das läuft aber gut, Alter. Ich muss dann immer an der Dose riechen. Ach, das hätte so gut reingepasst, aber komm, du kriegst von mir wieder einen Schluck. Das lässt sich ja sehr gut einschenken, da ist auch wieder wenig. Ach, ich kann nicht sagen wenig Schaum, wenn bei ihm da hier so viel Weiß jetzt draufsteht. Bei mir ist sehr wenig Schaum. Das fühlt sich trotzdem, die Konsistenz, das wirkt nicht wie Bier, das wirkt wie Saft halt. Der Schaum ein bisschen. Klingt auch sehr schnell ab, also da geht es sehr schnell weg. Deswegen ist wieder irgendwas Fruchtiges dabei. Wie eine Sirupnote, die da reinfließt, das macht es aber gerade gut und deswegen sieht auch wieder super aus. Du kannst auch wieder komplett durchgucken, nur dass es nicht so hell ist wie das davor. Es ist ein bisschen kräftiger, das sieht aus ein bisschen wie Apfelsaft. Dunkler und das macht es sehr attraktiv, würde ich sagen. Das sieht aus wie Apfelsaft. Vom Geruch riecht es eigentlich wie die ersten beiden ein bisschen, weil da dieser fruchtige Geruch da ist. Ich hoffe, das schmeckt jetzt nicht so bitter wie das erste. Das riecht ja milder. Also riecht nicht so extrem wie die ersten, finde ich. Wir probieren jetzt einfach mal. Ne? Einfach mal Prost. Ne? Einfach mal Prost. Bei uns trinken die T-Shirts immer mehr als wir selbst. Ich dachte immer, es geht nur mir so. Ich habe es gerade gesehen im Augenwinkel. Ja, bei mir im Grad. Also ist wieder ein bisschen bitterer vom Geschmack. Ja. Oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So extrem nicht. Aber vom letzten, was eigentlich nach nichts geschmeckt hat, bringt es wieder ein bisschen bittere mit, obwohl es so süß riecht. Ja. Das war auf jeden Fall. Ist eine Frucht oder sowas schmecke ich überhaupt nicht raus. Naja, bitterei schmeckst du das nach Weihnachten. Ich glaube, da will ich gar nicht rätseln. Also es ist nicht so schlimm wie das erste, nicht so wie das zweite, ist nicht so toll wie das dritte für mich. Es ist halt, das wäre jetzt die zweite Wahl für mich. Denn wenn das mehr hat, dann ist es ja auch besser. Der Stabeauftragte guckt mal kurz ins Internet. Er hat es ja schon drauf, aber... Stone Ripper duftet nach frischen Orangen, Ananas, Kiefer, Grapefruit, Pfirsich und blumigen Noten. Blumige Noten, ja. Kiefern, Ananas, Orangen. Ja, das war das, wo ich mir mit Weihnachten wahrscheinlich so gedacht habe. Das Kiefer habe ich irgendwie so ein bisschen gemerkt, glaube ich. Ja, gut, wenn ich am Glas rieche, rieche ich nur Rauch von der Zigarette. Wir müssen immer ganz kurz den Akku wechseln hier. Das sieht mir ziemlich schrumpelig aus da. Wir trinken das noch aus, nächstes Mal fixen Akku und dann zeigen wir euch mal den Oha. Der legt ja gleich 2 Promille zu auf 6,9. Damit geht's gleich weiter. Prost. Das wäre zu professionell, sei froh, dass man, dass überhaupt sowas ist. Das sei froh, dass man so einen blöden Stab gefunden hat. Sei froh, dass ich den Stab angebracht habe und dass ich auf die Idee gekommen bin, überhaupt zu gucken, was für Aromen dann drin sind. Sonst bräuchte man noch das Video noch mal ultra. Sonst bräuchte man noch einen vierten Mann, der da sitzt und da rumfummelt und so. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Also ich weiß schon, was will ich heißen. Ziemlich los. So, der Akku ist gewechselt, wir sind wieder da und wir haben natürlich jetzt einen Hannes seine Lieblingsdose. Oh, nicht? Ja.
Doch. Ich denke, das war die andere, ja. Jetzt lügt er aber. Nee. Das hier und das hier. Ich finde die zwei richtig geil. Wie kann man denn zwei Lieblingsdosen haben? Das ist wie. Das ist ja wie bei. Schwarz, Gelb, Grün. Meinst du, man kann mehrere beste Freunde haben und nicht. Nein, du kannst mehrere Freunde haben und nicht mehrere einen besten. Beste. Ja, es gibt doch nur den Besten. Ach, der eine da kannst du nicht jede zwei Dose, beste. Die er kriegen kann. Na, dann komm, ist das immer die Beste. Abartig, Alter. Nicht abbadig, sondern IPA. Denn jetzt kommen wir zum Stone IPA. Und irgendwo habe ich das schon mal gelesen. Das steht nämlich da drauf. Also irgendwie steht überall. Ich verstehe es gar nicht mehr. Weißt du, Stone ist die Marke. Und die stellen IPAs her. Und das ist so eine Sorte. Und deswegen sind es eigentlich alle Stone IPAs. Richtig genial. Wenn ihr das verstanden habt, das ist das Original Stone IPA. Einfach ohne irgendwelches. Ohne irgendwelche komischen hier Dings. Mit dem Hopfen. Iconic. Achso, deswegen ist ja, das ist ja das ikonische Flagship IPA. Das ist richtig so das Original, ne? Das ist das Original. Das seht ihr hier an den Köbbes. Und danach haben sie den Go Do IPA gemacht und den Never Ending Haze IPA und den Delicious IPA und den Buenas Moches IPA. Aber das ist der Original IPA von Stone. Und der hat jetzt mittlerweile schon 6,9%. Es steht halt wieder nichts weiter drauf, außer Starkbier. Oh, Starkbier ist... Ich glaube, da musst jetzt du dem Mann mit dem Stock mal von dir ein Stück geben. Aber da muss ich nämlich von das... beiden was, das hört sich halt tue ich das an. Starkbier ist immer gut. Das hört sich als erstes nach einem normalen Bier an, was nicht nach irgendwelcher Punch-Scheiße schmeckt. Muss ich das einschenken nochmal? Starkbier ist ein gutes Bier. Ja, süß. Mann, es ist ja eh jedes Bier ein gutes Bier. Nee, Starkbier ist immer gut. Also Starkbier ist... Ich glaube, an der Dose kannst du auch noch mal schlotzen. Nee, guck, nee. Das machen wir schon. So, ja, wunderbar. Schönes Häubchen oben drauf. Ja, die Mütze hat mir Sandra geschenkt. Nee, ich meine das Bier dann. Ja, genau. Man muss es ja dazu erklären, für die, die jetzt nicht den Humor verstehen, der in meinem Kopf da rumfliegt. Das Häubchen. Das Häubchen, versteht ihr? Wie bei Bud Spencer der Rinze mit dem gelben Häubchen. Ja. So, und wie schmeckt's? Habt ihr überhaupt mal gerochen? Habt ihr euch mal die Farbe angeguckt? Das sieht wieder ein bisschen trüber aus als das davor. Das ist auch nicht so kräftig von der Farbe wie das davor. Ich fand den Totenkopf davor richtig stark. Das ist Melone oder irgendwas? Riecht ja gar nichts. Moment. Es riecht wieder wie die ersten zwei. Ja, das riecht irgendwie wieder so Melone oder Ananas. Aber ich sag dir, das wird ziemlich bitter schmecken, das Teil. Starkbier ist immer süß. Nee, ist doch bitter. Je mehr Prozent Bockbier ist immer. Ja, aber Doppelbock, schau dir mal im Doppelbock an. Ja, da hast du mehr Hopfen drin als was anderes. Das ist aber immer süß, finde ich. Ja, natürlich. Wenn ich mal Zucker, was zur Community sagen kann, das macht eh alles keinen Sinn, was sie hier reden. Ja. Aber Starkbier ist immer sehr bitter. Was haben wir am Anfang gehabt? Lightbier und was war es? Sehr bitter. Also steht ihr, das ist also komplett egal. Da bin ich mal gespannt. Ja, auf jeden Fall. Prost. So. Prost. Ich finde, es vermischt das erste extrem bittere zusammen mit dem zweiten sehr spülmittel-seifenartigen. Ja. Deshalb, bevor ihr 4% und 4,7% trinkt lieber 6,9%. Da habt ihr nämlich den gleichen ekligen Geschmack, aber ihr habt mehr Prozent. Das lohnt sich. Und jetzt erklären wir mal, wie so ein Starkbier bitter schmeckt, aber das am Anfang Lightbier war mit 4% und auch bitter geschmeckt. Das war ein, kann ich sagen, ich weiß, wo das Starkbier immer bitter schmeckt. Und du musst es nachtrinken. Ja, ich habe normales Bier hinterher, aber ich Zeit schon, dass ich meinen Geschmacksnerven neutralisiere mit normalem Bier. Der Stabhochspringer, der kann ja jetzt mal kurz vorlesen, was da steht, weil da ja nichts weiter steht, glaube ich. Das war das. Ihr habt Zeit. Original IPA und danach können wir unser Glas endlich leeren. Das Stone IPA besticht durch intensive, fruchtige Noten von Zitronenschale, kombiniert mit feinherben Hopfenaromen. Zitronenschale, da wo sie das Zeug immer reinspritzen, ne? Weshalb du die nicht essen sollst, weil du sonst stirbst. Weil die Pestizide da drin sind. Wahrscheinlich haben sie das Grüne von der Tomate auch mit rein, das Krebserregende, um den Geschmack noch
noch mehr bitterer zu machen. Die Pestizide, die reingespritzt werden, dass kein Viehzeug rangeht. Genau. Das Bittere. Normal wäre es nämlich süß. Es gibt ja vieles, was ich als fruchtig empfinde, aber eine Zitronenschale jetzt nicht unbedingt. Die empfinde ich dann eher als sauer oder bitter. Ja. Ja gut, kann auch schmackhaft sein, wenn es... Delicious IPA. Wenn du die weiße Ding-Schicht in der Zitrone rausmachst. Prost, Hannes. Prost. Du meinst die Zitronenvorhaut? Genau, richtig, die Vorhaut rausmachst. So, vorbereitet. Wann schmeckt das gut, oh mein Gott. Jetzt haben wir natürlich noch eins übrig. Delicious. Wenn ich sehe, dass da was mit Zitrus draufsteht, die ganze Zeit ist überall Zitrus und Zitrone und Limette drin. Als letztes haben wir auf jeden Fall das Stone Delicious IPA. Das ist also köstlich, steht zumindest drauf. Glutenfrei. Das sieht so aus. Stone Delicious IPA. Hat ganze 7,7%. Ist also wieder ein Light, ne? Ja. Definitiv. Der Hannes macht mich fertig. Ansonsten steht da nichts drauf. Glutenfrei. Da muss man wieder hier googeln, wie ein Weltmeister. Und als Unterdings steht Citrusi Glutenfree IPA. Das ist also das Gesündeste. Wir machen es einfach mal auf. Stark. So, jetzt ist es schon auf. Stark Bier. Schenken wir es mal ein. Oh. Mahlzeit. Oh. Sag mal, kommt der ganze Schaum her? Da war nie was Schaum im Glas, wenn du getrunken hast, aber in dir ist nur noch Schaum in deinem Körper, ne? Vollbier. Starkbier, Vollbier. Eigentlich hätten sie da vorne Lightbier draufschreiben müssen, weil es steht ja direkt auf der Dose, steht der Lightbier hier. Guck mal, Lightbier. Waren sie wieder zu faul und haben hier oben einfach Vollbier draufgeschrieben. Ja. Was gar nicht stimmt. Jetzt schenkt man mal das ein, weil das hat ja 7,7. Oh, Mustafa ist am Start. David, guck doch nicht so hin. Jetzt grüßt du den auch noch. Ja, da muss ich nochmal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Genau wie mit dem Manns. Ich sei die Mustafa-Wähler. Bitteschön, müssen wir probieren. Aber jetzt noch nicht. Erstmal die Farbe testen. Was sagst du zur Farbe in deiner Dose, wo du nicht reingucken kannst? Sieht sehr schaumig aus. So, ich heb's mal an. Das sieht auf jeden Fall... Es ist wieder an sich ein bisschen klar, geht aber klarer. Es ist nicht zu hell, aber auch nicht zu dunkel. Es geht auch kräftiger. Ich habe in meinem Adventskalender viele Farben gesehen. Wenn man so Zitronenspülmittel noch mit reingemacht hat, so sieht es ein bisschen aus. Ja, wir riechen dran. Und so riecht es auch. Haben wieder diese schön fruchtige Citrus-Note. Jetzt wissen wir ja, dass Citrus ist, weil es schon gerade draufsteht. Kann man da ein bisschen von dem, was man sagt, auch so machen, dass es Citrus ist. So, Hannes, du bist ja der Kenner. Ist das jetzt bitter oder nicht? Ich habe es noch nicht probiert. Nee, laut meiner Erfahrung waren alle bisher bitter, außer das eine, und deswegen ist es auch bitter. Mit Sicherheit wird Zitrone ist bitter, ne? Ja, also vielleicht haben sie diesmal nicht bitter. Die Schale genommen, sondern nur die Zeste. Ich habe keine Ahnung. Die Zitronenzeste. Aber die Gluten fehlen ja auch. Zeste, ne? Ist nur die Schale, ohne diesen weißen Krapfen. Oh, Scheiße, ohne diesen weißen Krapfen. Und da ist es schon so. Alles, ist der Tisch dringend noch alles das weg. Bier wird umso mehr. Der arme Tisch. Oh, der wird schneller blau als ich. Prost. Es geht aber trotzdem in eine süßere Richtung. Ja, soll ich sagen? Es schmeckt wie Graffiti-Entferner. Aber ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben, deswegen, na. Da schreiben sie zwar 7,7 drauf, aber wenn du dann dort liegst und bist K.O., dann lagst du nicht an dem Prozent, glaube ich. Na. Nee, also auf jeden Fall, ja, Hannes, du bist der Mann. Du sagst jetzt hier mal dein, ich will dir nicht ins Wort fallen. Nee. Vielleicht brauche ich auch Zeit, um wieder... Das ist reines Spülmittel für mich, das ist
Na, ne, gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Das geht zwar mit einem Zug runter, aber. Na. Aber es liegt so schwer auf der Zunge schon wieder. Ja, erstens das und zweitens im Magen erst recht. Wir können ja festhalten, dass ihr das Never Ending Haze, das braucht ihr gar nicht mit 4, weil das ist light. Ein Hannes sein Goat-Weeper braucht ihr auch nicht, weil das hat auch nur 4,7. Das Stone-Weeper braucht ihr nicht, das hat nur 6,9. Wenn ihr wirklich einen richtig abartigen Geschmack wollt, so wie bei den drei davor, aber das meiste rausholen wollt, das ist es gar nicht. Das steht nämlich hier drüben. Dann müsst ihr zum Delicious Weeper greifen. Das hat auf jeden Fall den gleichbleibenden, extrem bitteren, heftigen, widerlichen Geschmack. Boah. Gleichzeitig aber 15% gefühlt. Ist einfach was ganz Besonderes für ganz besondere Menschen, ganz besondere Anlässe. Das ist der Alkohol. Hat die gerade einer vom Balkon geworfen oder was? Die kam ja einfach so reingeschmettert. Das ist doch nicht von dir. Das ist der Alkohol-Ekligkeitsfaktor, den kann man dann eigentlich da nehmen. Vielleicht ist es auch, wenn man die öffnet und trinkt die, schmeckt die viel besser, wenn du die vorher schon die anderen 5 getrunken hast. Vielleicht müssen die auch eiskalt sein und dann schmecken sie. Was ist das? Eiskalt? Das klingt weniger. Also ob ich schon mal was Kaltes getrunken habe, sehe ich so aus oder was? Ja, der Hannes hat, weiß ich nicht, der trinkt in seinem ersten Schluck immer so, dann Ramses ihn und dann, das seht ihr ja und deswegen, Hannes ist gleich bedient. Hast du dazu jetzt was gefunden? Steht da noch was drin? Oder hast du es schon vorgelesen? Da war auf jeden Fall auch nichts weiter außer Zitrus am Start. Deswegen. Aber es war also überall Zitrus drin gewesen. Ich kann euch nur noch sagen, es ist das Stone Delicious IPA, ein Direktimport aus den USA und besticht mit seinen zitrischen Hopfenaroma. Zitrisch. Ist das ein Wort überhaupt, oder was? Ja, zitrischen. Das zitrische Hopfenaroma. Nicht das zitronische Hopfenaroma. Oh, was ist der zitrische? Bin heute schon wieder richtig zitrisch unterwegs. Ja, genau, zitrisch. Bin total sauer. Ich bin total zitrisch. Zitrisch. Das zitrische Hopfenaroma. Wer kennt's nicht? Seid ihr in letzter Zeit auch zitrisch unterwegs? Schreibt's mal in die Kommentare. Das ist alles leer, ja? Hab das ordentlich ausgeschlotzt, meine Bubis. Da ist noch ein Schluck drin, das schenke ich noch ein. Ja, genau. Da war der Typ hinter der Kamera, der den Stab hält. Da hat er wieder hier den... Vielleicht hat er da auch ich weiß es nicht. So, dann machen wir nochmal hier. Reingerutscht. Dann haben wir noch den Rest. Noch schön die Spucke vom Stab aufpacken, alle saufen und dann kippen sie um. Ja, es riecht halt besonders und es schmeckt auch besonders. Und das ist auch das Besondere an diesem Video. Danke, einen besonderen Dank an iScorpions mit dem besonderen Namen, der eigentlich Ions heißt, aber wie immer Ents sagen. Ne? Danke für dieses lustige Tasting. Danke auch an den Starbeauftragten, der die ganze Zeit hier so tüchtig seinen Stab da reingehalten hat, gleichzeitig noch gegoogelt hat, so multitasking-mäßig unterwegs. Danke an Hannes, ne? Ja, auf jeden Fall. Dass dem einfach alles schmeckt, egal was du dir hinstellst. Mittlerweile schon. Das ist professionelles Tasting. Wir stoßen noch einmal an, wir trinken noch den Rest aus und dann gehen wir ins Bett, ne? Gute Nacht. Ja, du wolltest ja noch essen gehen. Ihr könnt schon mal Kommentare schreiben, wo wir jetzt essen gehen sollen und dann... Gehen wir jetzt dahin. Ist mir schlecht, jetzt mach nichts mehr. Hey, Ents lässt das. Der Stabbeauftragte lässt es jetzt, das Essen. Das muss man erstmal ein paar Stunden sacken. Ja. Paar Stunden, dann bist du morgen noch gut und nicht fertig. So. Ja, geil. Da seht ihr nochmal die Dosen. Wie die ausgesehen haben. Eine Dose schlägt. Oh mein Gott. Zwischen 2,50 und 3 Euro zu Buche, aber wir werden keine Shops nennen, da die sollen sich bei uns melden. Da können wir eine Corporation machen. Du hast deine Sonnenbrille gar nicht auf, du Typ da drüben, du. Der Stabeauftrag. Oh, King Orgasmus One. Hat er sich verwandelt. Das ist der Hannes, ne? Haut rein das Bier. Ne, haut das Bier nicht rein, lass das lieber sein. Ja. Das ist nix für zarte Gemüter, sage ich mal. Aber danke Jens und der Ei und der Scorp. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Ja.